gleich bei Filmic. Ja. Also bei Hidden Life dann ja auch teilweise, dass dann irgendjemand redet. Genau, der Franz redet mit seiner Frau und es wird aber die Frau gezeigt, wie sie irgendwas macht und er ist im Hintergrund irgendwo. Ja. Oder halt auch, es gibt Richard Plummer. Ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber Richard Plummer heißt von A New World, wo es der sich dann auch so richtig beschwert hat in irgendeinem Actors Roundtable. Ja, und dann habe ich so einen 3-Seiten-Dialog gegeben und nach 2 Zeilen oder so verschwindet es im Hintergrund. Plötzlich sind die Vögel lauter als ich und die Kamera schwebt weg und nie wieder arbeite ich mit dem zusammen. Leute sagen, er ist ein ist irgendwie ein Genius, aber scheiß drauf, ey, und sowas. Und alle und mit am Tisch saß George Clooney, der übrigens auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet hat, aber und haben immer so, ist ja so doof, wenn man als Schauspieler. Und ich dachte mir so, Da müsste mal jetzt einer sagen, halt die Fresse, Richard Plummer oder wie auch immer der Typ heißt. Halt's Maul. Zippet. weil ohne Scheiß, wir sind ja, das waren natürlich alles Schauspieler und die sich, ich meine, diese Roundtables, da schmieren sich immer Honig um den Mund. Aber anscheinend mal zu sagen, ja und, das ist Terrence Malick, du wurdest bezahlt für deinen Scheiß und dann musst du damit leben, dass sie damit jetzt machen, was auch immer sie damit machen für die Kunst. Zurück nach unserer kleinen Pause, nach unserer Unterbrechung. Und wir machen nochmal so einen kleinen, einfach nur so einen Ausblick. Wir gucken mal hier, mal dahin, was uns noch zu Terrence Malick einfällt, was uns noch auffällt. Irgendwelche theologischen Sachen oder philosophischen Sachen, einfach nur irgendwelche Sachen, die wir meinen, entdeckt zu haben. Und machen einen kleinen Ausblick und machen dann diese Episode zu. Richtig? Ja. Richtig. Ja. So wollen wir es machen. Hat jemand direkt was, wo er sagt, das kann jetzt komplett aus jedem Kontext gerissen sein, wo man nochmal drauf achten kann, wenn man jetzt demnächst über Terrence Malick. Ja, ich fand, Darius hat gerade in der Pause was sehr Schlaues gesagt zu der Zeitlichkeit bei Terrence Malick. Und dann habe ich ihm direkt das Wort abgeschnitten und gesagt, hey, before the podcast. Ist es jetzt noch eigentlich frisch? Ja, dann. Ich hatte gesagt, dass ich es interessant finde, dass so ein bisschen Bezug nehmend auf, wo ich vorhin vor der Pause schon mal gesagt hatte, dass er teilweise mit seinen Elementen oder die Elemente, die er einsetzt in seinen Filmen, teilweise so ein bisschen gegeneinander laufen und sich nicht unterstützen, wie das ja in den meisten Filmen eigentlich so gemacht wird, dass, weiß ich nicht, die Musik die Geschichte unterstützt beispielsweise oder die Stimmung dann irgendwie in die richtige Richtung lenkt. Welchem Beispiel habe ich das denn nochmal gesagt vor der Pause? Lass mal überlegen. Also, ich glaube, du hast dich orientiert. Achso, das Voice-Over. Genau, dass das Voice-Over teilweise eine positive Stimmung oder Grundstimmung ausdrückt und das, was gezeigt wird, aber eine negative Grundstimmung hat oder andersrum. Und bei der Zeitlichkeit ist mir das auch aufgefallen. Und zwar fühlen sich die Filme immer ein bisschen an, ja, wie in so einem Fluss erzählt. Du hast ja gesagt, geradlinig und alles fließt und fühlt sich, ja. Ja, fühlt sich geradlinig an. Gleichzeitig wird aber sehr viel hin und her gesprungen. Gerade auch bei den späteren Filmen. Und da läuft es ja irgendwie auch wieder ein bisschen gegeneinander. Das, Also interessant, eine gleiche Beobachtung habe ich nämlich auch gemacht. Das ist ja ein Zufall. Gut, dass du es erwähnst. Ich habe da mal was vorbereitet. Aber ja, die kommen jetzt hier 5 Stunden in den Ofen und zack sind sie. Ja, so wird das bei uns, so läuft das. Also eigentlich alles gescriptet. Ja. Nein, aber ich finde, das ist natürlich auch irgendwie, wenn man das einfach nur vom Technischen her sieht, in der Montage eine interessante Art und Weise, wie man sagt, es gibt irgendwie diesen Modus, diesen Fluss, der sich aber nicht dadurch konstituiert, dass man eben eine Geschichte hat, die auch wo die Zeit der Story, die Zeit des Plots, das genau das gleiche ist. So wegen, der Mann wird älter und deswegen haben wir hier einen Zeitstrang, sondern dass sich dieser Zeitstrang irgendwie aus was anderem das nimmt. Also es wird komplett hin und her geschmissen und dann ist mal hier der jemand und mal da jemand und plötzlich mitten in einem Dialog wird plötzlich ein Vogel gezeigt und der ist ganz woanders und trotzdem hast du das Gefühl, die Sache ist nicht nur Fragmente, die mich darauf hinweisen, guck mal, Fragmente, sondern es geht eben voran und das fand ich immer sehr faszinierend. Und es erklärt sich wahrscheinlich auch dadurch, dass er irgendwie 3 Jahre lang an seinen Film schneidet, um da den Fluss zu finden, der dann so eine Zeitlichkeit baut, die nicht an all den Dingen hängt,
der man normalerweise sagt, ja, das ist die Zeit. So erzählen wir die Zeit mit. Ja. So, im schlimmsten Fall noch die meisten Studentenfilme. Jemand setzt sich hin und dann gibt's eine weiche Blende auf die Uhr und dann gibt's eine weiche Blende, wie er so auf dem Sofa liegt und dann gibt's eine weiche Blende, wie er so auf dem Sofa liegt. So, das wäre das Dümmste. Aber ähnlich dumm ist eigentlich jede andere Zeit in jedem anderen Film. Außerhalb bei Merlick und Leuten, die ähnlich sind. Ja, ja, ja. Also Zeit muss schon so wie Merlick, sonst kacke ich. Ja. So, oder Linklater halt, also, ja, wo halt, ja, Zeit einfach nur, also die gefilmte Zeit ist, that's what you get. So. Exakt, ja, exakt. Ja, aber aus der Hüfte geschossen, diese Unterbrechung von Narrativität und trotzdem eine Zeitlichkeit erzählt, erinnert mich einfach an das Heilige Rianische. Das Dasein ist zum Tode gespannt. Also, dass man die Brücke vielleicht einfach mal kurz anteasert, ob man die dann interpretativ verwenden kann, ist eine andere Sache und überhaupt will. Aber bei Heidegger ist ja eine ähnliche Figur, dass man lebt so sein Leben im Mann verhaftet, so, und man geht und man wird irgendwie geboren und dann arbeitet man und hat irgendwie eine Frau. Also es gibt alles so Lebensmomente und dann irgendwie zieht sich das dann und ja, man stirbt ja auch irgendwann so am Ende. So, aber es hat so der Lebensweg ist vorbereitet. So. Und man empfindet sich auch so, als würde man diesen Lebensweg irgendwie abschreiten. So, dass so dieses, das ist wie gesagt die vorinterpretierte Art und Weise, wie wir unser Leben verstehen, wie man das Leben versteht. Und da hält Heidegger halt dieses störende Element, das Dasein ist zum Tode gespannt, entgegen, dass du, ja, glaube ich, ganz gut verstehen kannst. Ja, verstehen kann. Also das ist so der zentrale Moment vielleicht von der Zeitlichkeit bei Heidegger, weil du eben gefragt hast, das heißt ja seine Zeit, wie sieht es denn mit der Zeit aus? Und genau, wir haben nur über Sein geredet. Ja. Und, man muss das nicht sagen, aber wir sagen das und finden uns da ganz im Recht, dass die Zeit nicht so zentral ist bei Heidegger und deswegen der eine zentrale Punkt, den irgendwie die Zeit in das Sein bindet, ist eben das menschliche Sein, das Dasein zum Tode. Und dass das eben etwas anderes ist als ich weiß, dass ich sterbe und ich nehme den Tod als eine Art zukünftiges Faktum irgendwie da, was irgendwie, wo ich weiß, das gibt's und ich weiß, dass ich sterbe, weil meine Großmutter ist gestorben und ich habe schon mal jemanden Toten gesehen, dass dieser Tod, dieser faktische Tod, der ist nie mein eigener. Der faktische Tod von allem anderen, was stirbt, irgendeine Katze stirbt und man meint, damit kann ich ja extrapolieren, dass ich auch sterbe, überhaupt irrelevant. Der mein eigener Tod, den werde ich in diesem faktischen Stadium nie erleben. Also der faktische Tod ist immer von den anderen, der ist nie von mir. Ja. Mein Tod ist jetzt dann deswegen nicht etwas, über das ich nichts sagen kann, dem ich nicht zugänglich werde, sondern meine komplette Sicht auf die Welt und auf das Leben ist davon geprägt, dass ich immer schon zum Tode lebe. Also das ist der ist zu 100% sicher, aber völlig unbestimmt für mich ist das der Rahmen, der meinem Leben die Zeitlichkeit überhaupt erst gibt. Und der mich dann aber auch, und das finde ich dann, und da weiß ich nicht, wie das jetzt einspielt in das, was wir gerade gesagt haben, ich sage es trotzdem, der dann erst dazu führt, dass ich mich als Mensch vereinzeln kann. Weil das ist dieser eine Punkt, wo es eben nicht ist, ah, ich gehe in der Welt auf und wir sind in der Welt mit allen anderen und endlich muss den Zugang finden. Aber in diesem Tod, der so spezifisch mein eigenes ist, dass er sich von allem anderen, was ich Tod nennen kann, unterscheidet, da werde ich dann Subjekt, wenn ich so sagen will. Da werde ich einzelne Person. Da werde ich das einzelne Dasein. Und irgendwie bricht sich dann darüber alles andere wahrnehmen und dieser ganze Drang, Teil der Welt zu sein und das Sein wahrzunehmen, was wir eben besprochen haben, was ich jetzt nicht nochmal zusammenfassen kann, weil es fucking kompliziert ist. Ich hoffe, ihr seht es uns irgendwie nach, wenn man da so ein bisschen hin und her haspelt. Aber das ist das Dasein zum Tode. Genau, das dann halt... Das Seltsame am Tod ist, dass es das Leben beendet, also zwangsläufig zum Leben dazugehört und dass sie diese typische Floskel, ja, so den Tod braucht man, um leben zu können, so. Aber der Tod beendet das Leben und gehört notwendigerweise zum Leben, aber das Ende passiert nicht mehr im Leben.
Weil ich habe nie den Bewusstseinszustand, jetzt ich bin tot. Ja. Sondern das passiert nicht. Du kannst maximal denken, oh, gleich bin ich wahrscheinlich tot. Oder ich fühle, dass ich sterbe. So. Aber der Tod gehört zu 100% zu meinem Leben dazu. Und doch passiert er nicht im Leben. Was bedeutet, dass mein Leben nicht einholbar ist? Ja, meine Narrativität, ich kann nicht auf mein Leben schauen und ich kann von Alpha bis Omega die gesamte Geschichte erzählen. Ja, also wenn es mir möglich wäre, 100%igen detaillierten Account von meinem Leben zu machen, ja, dann wurde ich geboren, alle Details bis und dann so bin ich gestorben, dann habe ich niemals kann ich so mein Leben tatsächlich greifen, eben weil der Tod das, was mein Leben beendet, immer aussteht. Ja, also das Leben lässt sich nie abschließen. Das Leben ist immer geöffnet. Der narrative Strang lässt sich niemals beenden, weil er beendet wird, ohne dass er selber darauf reflektieren kann, wie er beendet wird. Ja, der hört einfach irgendwann auf. Es ist immer radikal offen. Und ich finde, das ist so eine Figur, die bei Malek sehr gut dann in dieser Zeiterzählung sich vielleicht wiederfindet, wo man sagt, es wird eine Narrativität geschaffen, die aber nicht erzählt ist, die aber auch nicht stringent einfach nur durchgehend ist, sondern sie wird immer wieder gebrochen mit so Einzelmomenten und trotzdem passiert ja eine Geschichte. Also ja, es geht ja trotzdem. Es passiert Zeit, natürlich. Genau, wir müssen ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht die Aufgabe hier von uns, oder wir haben uns jetzt nicht zum Ziel gesetzt, das jetzt auszudiskutieren, aber das sind sicherlich Sachen, wo man dann später mal drauf achten muss, wie sich das oder kann, wenn man so Malick-Filme guckt, wie sich das orientiert. Auch das ist natürlich, weil ich gerade meinte, dieser Design zum Tode vereinzelt dann den Menschen. Mhm. Da geht es für mich auch viel um Persönlichkeit und das Selbst zum Beispiel. Ich sehe gerade, ich bin leiser als ihr beide, machen wir es mal so. es geht dann viel um Persönlichkeit und das Selbst. Und das passt dann in diese mittleren Schaffenswerke, die so fragmentär sind, wo dann eben die Frage ist, okay, die Zeit wird so erzählt, wie erzählt sich eine Persönlichkeit, die ja auch immer nie abgeschlossen ist und die sich dann konstituiert aus vielleicht der menschlichen Komponente und dem Fakt, dass wir alle sind und das teilen wir aber mit allen Dingen überhaupt und ich frage nach der Verbindung dazu und man hat die ganzen Schwenks in den Himmel und ich frage nach der Verbindung zu anderen Menschen und ich frage überhaupt die großen Fragen, die Terrence Malick einem vielleicht auferlegt und dass die Art Dasein zum Tode, Zeitlichkeit und Persönlichkeit auch eine große Rolle spielen und irgendwie zusammen verwoben sind in den Filmen. Das finde ich nochmal einen besseren Punkt, weil dieses Dasein zu dem Tode, also diese radikale Öffnung, passiert nicht nur auf narrativer, zeitlicher Ebene, sodass man sagt, so kann ich irgendwie meine Lebenszeit irgendwie einholen, sondern es ist genau das, was Leon sagt. Diese eigene Identität ist in gleicher Weise radikal offen. Ja, wenn ich mein Selbst nicht narrativ einholen kann, ist es auch nicht endgültig beschreibbar. Das heißt, dieses Konzept von so, ich habe eine Identität, die ist hermetisch abgeriegelt, wird von Heidegger die ganze Zeit durchbrochen, weil man sagt, nein, ich kann es nicht beschreiben. So, weil der Tod eben mich radikal öffnet, bedeutet auch meine psychologische Verfasstheit, mein Selbst ist immer geöffnet. Ja, ich kann für immer auf der Suche sein nach meinem Selbst und werde es nie ganz in die Hand kriegen können. Mhm. Und jetzt ist die Frage ja, wie gehe ich damit um? So, also wenn ich es nicht einholen kann, verleugne ich das dann komplett, beziehungsweise wo ist das an, wo ist das Gegenstück quasi, das mich vervollständigt? Ja. Und das finde ich auch einer der schwächsten Momente in Heideggers Philosophie an sich, dass er halt diese Figur hat, dass man einfach radikal auf seinen eigenen Tod zulaufen muss. Also muss quasi, ich verstehe es immer nicht so ganz, so mantramäßig immer seinen eigenen Tod vor Augen führen, weil dann bin ich authentisch, so dann habe ich mich selber in der Hand, wenn ich meine eigene Finalität in jedem Moment konfrontiere. Das finde ich eine seltsame Figur, weil eigentlich ist ja angelegt, dass du kriegst dein Sein eben nicht in die eigene Hand, sondern dein Sein liegt da offen mit der Welt, mit dem anderen Sein. Und eigentlich, wenn man jetzt sagt, jetzt möchte ich authentisch sein, ist nicht der Versuch, nein, ich will mich aber doch wieder zurückziehen in meine eigene
Muschelschale, so, jetzt habe ich mich wieder komplett in der Hand, sondern man könnte ja sagen, naja, das authentische Sein ist, dass du dafür Verantwortung übernimmst, dass du dich aufstellst, dass dein Sein eben mit all diesen anderen Dingen ist. Und das ist ja eigentlich eher so die Interpretation, die wir so ein bisschen herausgestellt haben, wenn wir über den Fisch geredet haben und so Art und Weise, wie diese Bilder uns vor die Welt stellen und wie man dann diesen Holy Moment in der Welt, in seiner Welt verstehen kann. Da sehe ich einen Unterschied zwischen Malick und Heidegger. Also Malick, der, glaube ich, kein Problem hat, theologische Konzeptionen aufzumachen, weil dieser Gedanke von so, ich bin mit meiner Welt, ich bin mit dem anderen, ist ein klassisch christliches Konzept. Ja? Also der Gedanke, dass das Selbst ist immer der Nachbar. Ja? Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das Doppelgebot der Liebe, sagt eigentlich anders, dass dein Selbst ist nichts, was ich bei dir aufhört, sondern es gibt immer das Du, immer der andere ist genauso Teil von dir. Und Malick traut sich eher dahin zu gehen und Heidegger, dezidierter Atheist, wollte den Schritt nicht machen. Und ich finde, dass da in meinem Verständnis hat Malick da den wahren Heidegger besser eingeholt. Ich glaube, ich lese ja jetzt ein bisschen was vom Spätwerk, aber jetzt sind wir ja im Brandon, jetzt kann ich auch mal ein bisschen über Heidegger irgendwie auspacken. Ich hoffe, es seht ihr mir nach. Aber im Spätwerk ist auch der Heidegger, auch wenn er die Zeit ja natürlich wirklich beiseite legt, eher noch in die Richtung, wie wir jetzt Malick zum Beispiel lesen, wo man dann das andere wirklich auch. Es ist so einfach, wenn man über den Existenzbegriff so Panz zu machen, wo man das andere wirklich auch sein lässt und so. Und das aber dieses Lassen eine aktive Sache ist. Und also ich möchte da vielleicht den späteren Heidegger einfach nur nochmal den Leuten ans Herz legen, die da jetzt denken, so dieser Heidegger, der hat nicht zu Ende gedacht. Da kommt auf jeden Fall noch was. Aber ja, ich finde es ein interessantes Themenfeld. Ja. Ohne dass ich da jetzt noch was Größeres zu habe. Ja. Ja, und was das andere, was wir vorhin noch angesprochen hatten, war dieser Gedanke, dass der Voice-Over. Und da einfach mal ganz offen in die Runde gefragt, so, was ist so eure Phänomenologie, wenn es halt an diese Voice-Over geht von Malick. Mhm. Hast du gerade was? Ich habe nichts Smartes. Ich habe nur meine Auffassung der Voice-Over. Und also ich verstehe, wenn Leute Voice-Over nicht mögen und wenn Leute sich denken, so, oh, vor allem, weil bei Terrence Malick ist er wirklich, er fragt dann irgendwie so, God, where are you? Solche Sachen, die, wo ich mir manchmal tatsächlich denke, wenn ich den Zugang nicht hätte, würdest du mich jetzt verlieren. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene ich das schwierig finde, ob es wirklich einfach nur meine Reaktion ist oder ob ich das jetzt wirklich argumentativ noch irgendwie unterbauen könnte. Aber das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Ich denke mir so, ja, dann gib mir doch den Moment, zeig mir irgendwie bei Thin Red Line, der schmale Grat, zeig mir dann doch irgendwie, wie seine Frau auf dieser Schaukel schwingt und sag mir, ich brauche jetzt keinen Voice-Over über die Liebe, ich sehe das schon. Hm. Auf der anderen Seite sind es diese Fragen, dieses Unbeantwortete, immer dieses Offene, was wir jetzt eben ja schon besprochen haben, was dabei durchkommt. Und was ich auch sehr schön finde, weil es auch eine Poesie hat, für die sonst kein Raum ist im Film. Aber das ist aber ein guter Punkt, weil ich habe da irgendwie auf der Fahrt eben auch noch drüber nachgedacht, weil ich halt denke, so auf eine Art ist es ja überhaupt nicht subtil, sondern es ist ja schon sehr alles. Aber eigentlich ja fast alles bei ihm. Also die Musik ist ja auch oft lauter als die Stimmen. Also dann wird die Musik eingehämmert, dann, weiß ich nicht, auch die Kameraarbeit ist ja schon teilweise so, dass man halt merkt, okay, jetzt wird hier, oder die Montage, jetzt wird hier gerade eine Montage angewendet. Und bei den Voice-Overn ist ja genau das Gleiche. Aber ich finde auch, dass es sich wirklich genau eher wie Poesie anfühlt und sich dann auch gut in dieses gesamte Konstrukt, wenn man das jetzt so begreift, wie wir es eben gesagt haben, zum Beispiel als Meditation, auch da gut einbettet. Ja. Weil es irgendwie, und da finde ich es dann schon wieder, also es ist nicht subtil, aber irgendwie auf eine Art dann schon wieder schon, weil es sich dann so in das Gesamtkonstrukt halt einfügt, dass es dann irgendwie auch wieder auf eine Art wieder Sinn macht. Ja, aber ich finde auch, dass teilweise ist es vielleicht, hätte man auch darauf verzichten können, aber es ist ja auch interessant, dass er, glaube ich, auch in manchen Filmen dann wirklich
dann eher sogar noch Dialoge rausgeschnitten hat, um dann Voice-Over reinzubringen. Ne? Ja. Oder halt zum Beispiel bei To the Wonder, glaube ich, ist ja auch so, dass die Figuren fast gar nicht miteinander sprechen und fast nur die eigenen Gedanken. Das ist das mit Ben Affleck, ne? Ja, genau. Ja. Genau, und da ist ja auch schon wieder fast irgendwie auch wieder so ein Punkt. Ich glaube, du hattest ja irgendwann vor der Pause mal was angesprochen mit Sprache, meine ich mal einmal, mit dass wir nur uns über die Sprache definieren. Das ist ja eigentlich wieder so ein Punkt, wo man das damit vielleicht ja auch ja irgendwie wieder interpretieren kann. Da kenne ich jetzt den Background nicht, aber ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man, glaube ich, viel rausziehen kann. Dass halt, also dass die sich schon persönlich ausdrücken, aber nur in ihren eigenen Gedanken, aber nicht miteinander kommunizieren können. Das finde ich auch gerade der Punkt. Und ich frage mich immer, ist es sowas wie ein innerer Monolog? Oder ist es, also sagt er wirklich, wenn wir miteinander reden, ist das sekundär zu irgendwie der inneren Haltung? Oder was genau soll das, dass der Dialog von ihm so geringschätzt wird, wohingegen das Voice-Over so viel Gewicht erhält? Fragezeichen. Ich bin eine gewagte These. Ich bin der Meinung, dass diese Voice-Over, ich weiß nicht, ob es bei allen so stimmt, aber ich bin der Meinung, das ist ein Gebet jedes Mal. Und das Ding ist, also das ist auch mein größter, ich kann nicht immer Malick gucken. So, ist mir auch häufig mal passiert, dass ich einen Malick-Film angucke und dann bin ich ich bin nicht da. Also ich habe nicht die Energie oder was. Und dann höre ich das Voice-Over und ich so, nein, I can't do it. Sondern mache ich ihn aus. Ja. So. Weil das gleiche Ding habe ich auch mit Gebeten. Also das Ding, ich studiere auch Theologie, also Philosophie und Theologie. Und da kommt es ja schon mal häufiger vor, dass man Gebete liest. Und es ist manchmal einfach zu viel. So. Und auch eine Persönlichkeit, die sich an nichts richtet, die sich ja nicht an mich richtet. Das Gebet richtest du ja dezidiert an Gott. So. Das heißt, du bringst dich in deiner Komplettheit vor das Absolute, ja, und benutze eine Sprache, die uns allen zuteil ist. Und wenn ich das jetzt höre, dann ziehst du mich irgendwie in einen Akt rein, wo gerade deine gesamte Person vor dem Absoluten steht. Also der wichtigste Moment, wenn man so möchte, von einem jedem Menschen, so wenn man geneigt ist, so zu denken. So. Und das ist eine Closeness, die mich wirklich auch teilweise überfordert, eben weil der Film mich ja erst abseits stellt. So. Ja. Da bin ich ja erst alleine qua Medium und jetzt kommt nochmal ein Gebet obendrauf. Das heißt, ich werde abseits gestellt. So. Und jetzt kommt diese Closeness von einer anderen Person, die auch so stark das Individuum betont. Und das ist eine Challenge für mich. Ich bin fast der Meinung, das ist absichtlich von Malick. Dass jeder Moment in seinem Film quasi den Zuschauer auffordert, von seinem Punkt, wo er jetzt steht, wegzukommen. Ja, also näher zum anderen zu kommen. Aber das ist genau das, weil ich frage mich nämlich dann genauso sehr, wenn die dann alle nach Gott fragen und nach dem Sinn, frage ich mich noch viel mehr, wer bist du denn? Also und will dann gar nicht so sehr, also Es untergräbt so ein wenig meine meditative Haltung zum Film, wenn das Voice-Over zu stark wird. Es dann zu subjektiv wird? Oder? Ja, vielleicht so ein wenig, genau, weil es ist dieses subjektive Voice-Over. Das meine ich mit der Liebe. Ich denke vielleicht schon über die Liebe und dann kommt da jemand und macht seine komischen und spricht. Klar frage ich mich, mit wem redest du? Oh, mit Gott, mit dem Sein, mit irgendwie all den Dingen, über die wir nicht reden können, aber man will sie unbedingt. Aber dann denke ich da schon drüber nach, dann bin ich schon dabei und dann kommt da dieses andere Ding rein und führt sein eigenes Gespräch. Und wenn ich dann nicht genau da bin, dann denke ich mir immer so, okay, aber wer bist du denn jetzt? Also was meinst du jetzt? Und versuche dann eher, diesem Charakter näher zu kommen, vielleicht. Oder dieser Persönlichkeit, um mal zu sagen, weil jetzt sind wir in der Welt mit großem W und wollen nicht mehr darüber reden, dass wir immer nur in dem Film sind und irgendwie verstehen wollen, warum Harry Potter denn den Zauberspruch nimmt, sondern wir wollen der Persönlichkeit näher zu kommen. Und deswegen ist das ja auch ein Weg zum anderen. Und aber es ist auch schon ein bisschen weird, Leuten beim Beten dann dazu zu hören. Und weil es ja auch teilweise auch Leute sind, wo man denkt, die beten jetzt nicht. Also wenn ich da, wenn man dann Javier Bardem hat als Priester, das finde ich eine unfassbar gute Rolle. Ja. Aber dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn das so jemand ist, wo du siehst, wie zerrissen er ist, und das ist eher so ein unwillkürliches
ausrufen. So, ja, was, warum? Wer ist denn da? Und was, wie soll ich hiermit umgehen? Und ja, du weißt, dass er selber nicht weiß, wen er anspricht. Und gleichzeitig sich denkt, ich fühle mich auch gar nicht wohl dabei, das mir jetzt zu denken. Und dann sitze ich so daneben und ich denke mir so, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Mhm. Will ich damit sagen. Und ja, dann zum Beispiel auch, also Ben Afflecks Charakter ist mir zum Beispiel auch total unsympathisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja. Und dann stehe ich da. Ja. Und mir ist in dem Moment keine Person näher als er. Weil das irritiert mich. Ja, aber ich glaube wirklich, das ist beide sein. Also, dass du sagen, dass die Challenge ist, so komme, was wolle, kannst du den anderen gerade, kannst du dich gerade vor dem anderen halten? So, und auch egal wie zerrissen und wie inadäquat der andere gerade ist, ich gebe ihn jetzt trotzdem. So von Mavic. So warum, weiß ich nicht, weil das gerade die gesamte Bewegung des Films, die ich hier gerade tue, so leitet mich jetzt gerade dazu, dass wir jetzt Ben Affleck hören in seinem existenziellen Moment, wo er die Sprache an das Absolute richtet. Und jetzt sind wir irgendwie mitgehangen und mitgefangen. Jetzt die Frage, kannst du es aushalten? So, kannst du dich selber dann davor halten? Und wie gesagt, also jeder Akt des Glaubens schließt ja das Scheitern mit ein. So, ne? Also es ist ja, du sagst Dinge, du benutzt Sprache für Unsinn. Ja? Also es ist ja, die Worte haben ja keinen wirklichen Gehalt. Und das große Ding ist ja immer nur, dass du die Absurdität trotzdem tust. So, ich finde Begriffe für Dinge, die ich überhaupt nicht weder nachweisen kann, noch dass wir uns darauf Referenz machen können. Weil ich kann jetzt Gott sagen, aber wir müssen überhaupt nicht das Gleiche meinen. So, und das ist das Weirde der Sprache, dass die Sprache schon immer vor uns war. Und wir sind nur, irgendwer benutzt sie und benutzt sie gerade für irgendwas, was sie vielleicht meint, was sie damit tut. Und jetzt habe ich aber die gleiche Sprache und ich weiß aber nicht, was er damit tut. Kann ich trotzdem mit ihm zusammenkommen. Das ist die Challenge, glaube ich, die Malek da an uns richtet, die auch wirklich, also die auch ab und zu scheitert, also für mich jetzt jedenfalls. Also wie gesagt, in manchen Momenten bin ich voll dabei. Manchmal denke ich mir auch, so, I can't do it. Und dann zwei Tage später gucke ich den Film nochmal und dann funktioniert es für mich. So. Es ist seltsam, dass es schwieriger ist, mit Sprache sich zu verständigen, als mit Bildern oder eben sich zu verständigen, dann klingt es so, als ob ein Bild immer ein Ausdruck ist oder so. Aber versteckt dann irgendwie auch nochmal so dieses Gefühl der Isolation, die man hat. Also, dass du alleine bist und also klar, jetzt hörst du zwar wem anders zu, aber dass dir so gezeigt wird, wie die Sprache untereinander funktioniert nicht, die Kommunikation und das meiste, was hier passiert, ist ein Monolog oder halt einfach nur, muss ja nicht ausgesprochen sein, kann ja auch einfach ein Gedankengang sein, ja, der eingesprochen wurde. Ja. Ja, ich glaube, ja, das ist noch nicht mal wahrscheinlich, dass es noch nicht mal auf das Gesprochene zwangsläufig ankommt, sondern wirklich nur auf dieses weirde Ding, dass die Sprache schon immer irgendwie da ist. Also, sobald du irgendwie Sprache hörst, hörst du immer schon den anderen irgendwie mit. Mhm. Aber ohne dass irgendwie Informationen ausgetauscht werden, also ohne dass zwangsläufig eine nützliche Kommunikation stattfindet, sondern die Ansprache allein, so das Wort allein, komplett inhaltslos, verbindet, zwingt uns weirderweise schon, dass wir uns miteinander auseinandersetzen müssen. Selbst wenn ich noch nicht mal ich kann auch eine andere Sprache reden, das haben wir auch häufig in diesem Film, dass einfach eine andere Sprache eingespielt wird. Also insbesondere das sind ja amerikanische Filme, reden die Deutsch oder so. So. Ja. Mhm. So, oder Spanisch und so, oder Arabisch in diesen Voyage of Time. So. Da verstehst du es nicht, aber und trotzdem musst du gerade diese Sprache aushalten und den Menschen in der Sprache aushalten. Ich glaube, Malek-Filme sind perfektionistisch in diesem Sinne, dass ich glaube, er will immer, dass du irgendwas tust als Zuschauer. Also, er will dich immer schubsen irgendwo hin. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber all diese Dinge, also Sprache zum Beispiel ein Thema, wo ich jetzt sagen muss,
da kann man wirklich, da könnte man sich nochmal dediziert mit befassen bei Malik. Einfach auch alleine aus dem Grund, keine Dialoge, ständig diese Voice-Over. Also da kommt man nochmal drauf zurück und dann vertiefen wir das da. Yeah. I'm very excited for the upcoming podcast. Yes. Ja. Also, was ja eigentlich zu dem Punkt noch fast noch interessant ist, ist ja auch, dass er, wenn jetzt Dialoge gesprochen werden, die aber teilweise auch nicht so aufnimmt oder einfängt mit der Kamera. Ja. Also bei Hidden Life dann ja auch teilweise, dass dann irgendjemand redet. Genau, der Franz redet mit seiner Frau und es wird aber die Frau gezeigt, wie sie irgendwas macht und er ist im Hintergrund irgendwo. Ja. Oder halt auch, es gibt Richard Plummer, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber Richard Plummer heißt von A New World, wo es der sich dann auch so richtig beschwert hat in irgendeinem Actors Roundtable. Ja, und dann habe ich so einen 3-Seiten-Dialog gegeben und nach 2 Zeilen oder so verschwindet es im Hintergrund. Plötzlich sind die Vögel lauter als ich und die Kamera schwebt weg und nie wieder arbeite ich mit dem zusammen. Leute sagen, er ist ein Genius, aber scheiß drauf, ey, und sowas. Und alle, und mit am Tisch saß George Clooney, der übrigens auch schon mal mit ihm zusammengearbeitet hat, und haben immer so, ist ja so doof, wenn man als Schauspieler. Und ich dachte mir so, Da müsste mal jetzt einer sagen, halt die Fresse, Richard Plummer oder wie auch immer der Typ heißt, halt's Maul. Zippet. Nein, weil ohne Scheiß, wir sind ja, das waren natürlich alles Schauspieler und die sich, ich meine, diese Roundtables, da schmieren sich immer Honig um den Mund, aber anscheinend mal zu sagen, ja und, das ist Terrence Malick, du wurdest bezahlt für deinen Scheiß und dann musst du damit leben, dass sie damit jetzt machen, was auch immer sie damit machen für die Kunst. Ja. Wie kann man sein Ego als Schauspieler mit ein Set nehmen, meinetwegen, aber sich danach noch irgendwie das Ego noch auf der Leinwand zu haben zu wollen. Boah, auf jeden Fall, und da ist es genau, nur deswegen kam ich drauf. Ja, weil ich denke mal, die Tatsache, dass auch später in den Filmen noch richtig krasse Schauspieler mitspielen für eine 5-Minuten-Szene, gibt ihm ja eigentlich recht. Ja, also, die denken sich so, fuck Richard Plummer. Wahrscheinlich heißt er gar nicht so. Wer heißt die Figur Richard Plummer? Nein. Die Figur ist ja namenlos. Ja, Richard wird ja. Ja, die sind nicht immer namenlos, aber, oder? Manchmal haben die auch. Das stimmt. Ja. Aber ich finde, diese ganze Diskussion hat uns gezeigt, dass Filmschauspieler überhaupt gar keinen Anspruch haben, irgendwie ihre Person gerecht zu bekommen auf der Leinwand. So, weil anders als im Theater, wo halt der Charakter, also Hamlet ist immer der gleiche Hamlet. So, der wird immer, es ist immer das Gleiche, was gesagt wird. So, die Worte ändern sich nicht, die Figur ist immer die gleiche. Und jetzt kann ein einzelner Schauspieler den Hamlet besonders gut spielen. So, und da kann man schon sagen, okay, da hat er irgendwie einen tatsächlichen Verdienst irgendwie hingekriegt. So. Aber wenn der Film so funktioniert, dass ich etwas filme, was real ist, in einem realen Ort und es dann projiziere und dann kommt diese Selbstmanifestation des Projizierten und es zeigt auf irgendwas Vergangenes, es zeigt mir nicht den Schauspieler. So, es zeigt mir eine Welt, die ja vergangen ist. So, was hat das jetzt mit dem Schauspieler zu tun? Und der Schauspieler spielt ja nicht gut im Film. Ja. Also auch wenn man das so reinsieht. Genau, ja. Wenn man so reinsieht, kein Schauspieler spielt gut in Malick. Die kommen ja gar nicht dazu zu spielen im Sinne. Es gibt ja keine Szenen, wo die spielen können. Die können entweder, sie können es nur schlecht machen im Sinne von, sie sind nicht in dem Moment. Ich glaube, das ist ja das, worauf Malick immer hinaus will. So, den Schauspieler so zu verwirren oder was heißt verwirren oder mit Improvisation zu überfordern, dass er einfach nur tatsächlich nichts anderes machen kann, als einfach nur handelt, einfach da sein in der Szene und dann rennt zufällig gerade Malick mit der Kamera an dich ran. So, und dann hört es irgendwie auf. Ich glaube, wird das munter zusammengeschnitten. Genau. Also spielt da er wehrt sich dann dagegen, eben diese seltsame Ebene noch aufzumachen, von wegen, da ist noch ein Charakter, der wird noch gespielt und so weiter, was die Ontologie des Films etwas verwischen würde und zu etwas anderem noch machen würde, wo man dann überhaupt gar nicht mehr weiß, wo man steht. Richtig. Es werden mir echte Menschen gezeigt. Also das ist hier die ganze Logik. Also wenn man die ganze Diskussion so mitgehen will, so, dann werden mir echte, reale Menschen gezeigt, die halt in einer anderen Zeit sind und nicht mehr in einer anderen Realität, in einer anderen vergangenen Welt und keine Charaktere. Ja, das ist ja immer mein Charaktere gibt es ja auch nicht, weil wir ja meinen, Persönlichkeit ist immer unvollendet, ist immer offen und dementsprechend. Okay. Ja. Auf der Bühne ja, vielleicht in Literatur ja, gerne. Also, ja, aber da sagt man auch, das ist nicht die Wahrheit. Ja. Das ist eine Allegorie oder was auch immer, meinetwegen. Aber beim Film ist es das tatsächliche Ding und dann sehe ich keinen tatsächlichen Charakter. Ich kann nicht die tatsächliche Pippi Langstrumpf sehen. So, weil ich kann nicht den tatsächlichen Hamlet sehen. Als Charakter, als Bühnenfigur. Figur schon wieder, sondern sobald ich mich entscheide, sollte man jetzt Hamlet verfilmen wollen, sehe ich immer ein,
wie auch immer gearteten Prinz aus Dänemark. aber es ist dann der tatsächliche Prinz. Ja. Und damit hast du nichts als Schauspieler nichts, also nichts am Hut. Ja. Also Richard Plummer. All das auf der hohen Ebene, ohne dass man jetzt den Schauspielern irgendwie da Respekt absprechen möchte im Day-to-Day, ist ja wirklich nicht so. Ja. Aber ja. Wow, wir müssen, glaube ich, zum Ende kommen. Das ist der Ausblick. Das sind die Sachen, die natürlich noch unendlich in die Breite getreten werden können, wie man mag. Wir werden, je nachdem, wie es sich das für uns ergibt, tiefer drauf eingehen, wenn wir über die einzelnen Filme reden. Ich vergesse unser Catchphrase nicht. Es war mir eine Riesenfreude, auch mit Lasse heute zu reden. Es war sehr lustig, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit Kamera dabei. Das wird jetzt leider nicht immer so sein, aber wenn ihr uns wieder sehen wollt, könnt ihr es einfach nochmal anschauen. Das hier heute. auch Darius, es war mir eine Riesenfreude. Ja, schön, dass du hergekommen bist. Schön, na klar. Dass du hergekommen bist. Ja. Die weite Reise. Ja. Danke mich bei euch. Vielen Dank. Ja, schön, dass du dabei warst. Danke euch. Ja. Ach Lasse, du hast das gut gemacht. Ja. Jetzt bei Filmic mit dabei. Ja. Oh nein, hast du. Ja, du hast nicht reagiert. I feel very rejected now. Ich hätte die Hand. Ach so, hab ich gar nicht gesehen. Wollen wir es nochmal machen? Ja. Oh. Und ihr bist auch? Was? Alles klar. Macht es gut, bis dahin.